Bis geht das Wasser. Ja, Leute. Ja, und kann Nee, schön die sind nicht. Ich habe ja gesagt, die haben auch kein Grün und nichts. Sie verhalten sich auf königlicher Nachgut oder September 15. Das Gerücht aber bei dem Team um Frau Küg, und das sind die Pfleger, konnte man eigentlich sicher sein, wenn etwas Natürliches geschieht, wo wir nicht eingreifen können, dass das klappen wird. Und allen, die dazu beigetragen haben, dazu herzlichen Dank an ihr gesamtes Team. Und an die Pfleger, die ich ja kennenlernen durfte. Das passiert hier auch. Wir wissen, dass wir das Baby, das junge Tier nicht so lange behalten dürfen. Und ich wünsche alles Gute diesen beiden kleinen Eisbären. Ich wünsche uns die nächste Schwangerschaft, nicht uns beiden, sondern den Tieren. Mal eine kleine Forum geben, hier heute Hallo zu sagen. Und als Taufpate dabei zu sein. Das letzte Mal hat es mein Kollege Stefan Fiedler machen dürfen. Ich halte es dann immer so, wir wechseln immer mal. Und wie eben auch schon beschrieben, es gab einen Auswahlprozess. Und ich freue mich natürlich auch, wie in diesem Umfang und Umfeld der Name gewählt wurde. Und ich kann dort nur Frau Lückert auch folgen. Es ist ein... Ja, dann kommt er wieder. Du komm rüber. Nee? Es gibt was zu fressen. Total schlank hier wieder raus aus dem Zoo. Das ist der Knaller. Ist zu empfehlen, sollte jeder dabei haben. Diese Wärmflasche, die ersetzt natürlich auch den Partner. Wenn die ein Strohhut kann den Partner ersetzen, beziehungsweise gleich für einen neuen Sohn. Wenn Sie ein Strohhut bekleidet durch die Stadt gehen, dann werden Sie sehen, dass Sie ganz viele Interessenten haben, die Ihnen hinterherlaufen. Dieser Strohhut hinterherlaufen kann die Wärmflasche nicht, denn sie hat schon so leicht ein Schimmelfilz angesetzt und bewegt sich mittlerweile von alleine fort. Sie ist natürlich auf Naturwolle gewebt. Sie ist ein reines Naturprodukt, muss entsprechend natürlich auch behandelt werden. Man muss sie hier nur wieder auch füttern, sondern dass sie auch gedeiht wird. Füttern können Sie ganz, ganz viel, selbst wenn Sie sehr, sehr fett werden. Der Strohhut passt immer noch auf den Kopf, da müssen Sie überhaupt keine Sorgen machen. Der dehnt sich auch. Durch dieses Stroh haben Sie enorme Möglichkeiten, auch im Umfang enorm dazuzulegen. Es ist egal, dieser Strohhut wächst mit Ihnen mit. Es macht wirklich Spaß, wenn Sie den Strohhut bei mir kaufen. Ich habe auch das Zoo am Meer-Logo oben drauf, wenn Sie das nicht wollen. Ich kann Ihnen den Strohhut auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Kann man uns da hinten überhaupt hören? Ich habe nämlich das Gefühl, der Ton kommt da hinten gar nicht an. Ja, genau. Um ja sogar nahezu Eisbären zu züchten. Und dafür braucht natürlich Tierpfleger, es braucht eine Schuldirektorin, es braucht Tierärzte und so weiter und so fort. Aber wir möchten jetzt hier mal zeigen, was es vielleicht noch für ein Berufsbild geben kann, das besonders wichtig ist für die Haltung von Eisbären, wo Sie jetzt sagen, Quatsch, diesen Beruf, den braucht man hier im Zoo für die Eisbären auf gar keinen Fall. Welcher Beruf könnte das sein? Was wäre überflüssig, so sagen Sie, das braucht man überhaupt nicht für Eisbären? Ein Clownpfleger, ja, ein Clownpfleger. Floristin. Floristin, sehr schön. Das finde ich sehr schön. Ja. Ein Florist oder eine Floristin? Schornsteinfeger. Ich finde Floristin. Ja, wir nehmen mal Florist oder Floristin. Hallo. Genau, und wir werden,
Wir werden euch zeigen, warum es besonders wichtig ist, für einen Zoo, der Eisbären hält und der sogar Eisbären-Nachwuchs bekommt, dass eine Bewusstsein-Jugendkrieg eingestellt wird, warum genau dieser Beruf in einem Zoo auf gar keinen Fall fehlen darf. Und nicht nur das, ich werde jetzt Norman gleich noch vor eine Herausforderung stellen. Er darf gleich nicht nur auf Deutsch improvisieren, sondern er muss zusätzlich noch in einer zweiten Sprache sprechen, in einem Kauderwelsch. Und das immer wechseln. Immer wenn ich die Brücke benutze, muss er von der einen Sprache in die andere wechseln. Und so geht es immer hin und her. Bitte mal dein Mikro, dann hört man noch. Hört man das so? Ja, ich denke schon, ne? Okay, es geht um den Floristen im Zoo, was er da zu suchen hat, warum er nicht fehlen darf. Und sie zählen ein mit 5, 4, 1, 2, 1, los! Moin! Guten Tag! Ich hatte mich beworben hier. Aber vorgehen, hier schon mal, sehr gerne. Und in den Blumenladen Peters habe ich auch schon gearbeitet. Und ich bin wirklich gut in dem, was ich tue. Ihnen ist schon klar, dass Sie hier im Zoo sind? Ja, ich arbeite mit Blumen, aber kennt man morgen mehr, bitte schön, noch morgens sehr der. Morgens schneide ich Rosen und abends mache ich Knöllchen. Und was genau wollen Sie dann damit bewirken? Ich meine, warum brauchen wir hier im Zoo einen Floristen? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Merk einmal, bitte schön, Herr Frau. Moment. Der männliche Eisbär reagiert enorm auf weibliche Künderpöbe, Schmuck hat. Also der Haarschmuck muss von einem Schnurrbüde Köhlebart, der Bergischinne, setzt sich den auf und der männliche Eisbär wird vom Ommermerkeppen. Das habe ich jetzt nicht genau verstanden, aber das heißt, Sie wollen also die Eisbären ein bisschen besonders herrichten, damit sie besonders willig und gebärfreudig werden. Ja, klar. Das kann man sagen. Also ich würde sagen, mit Obermärkischinnen 10 geworden. Ja, aber im nächsten Jahr mit Ökermann Puppergäste zu Emmerkirchen in den Hafen zurückreisen können. Und das alles wollen Sie mit Ihrer Floristikkunst bewirken? Ja, natürlich. Das würde ja bedeuten, wenn Sie das schaffen, dass dieser Zoo auf der Weltrangliste ganz weit hochrutschen wird. Das heißt, dieser Zoo wird ja überall bekannt werden. Ja, ich glaube sowieso, dass dieser Zöte kommen und andere Menschen. Sag mal, sitzt man da in Russland? Ja, da kriegt man ja kaum was mit von den Eisbären. Aber kommen wir mal, ich bin in der Zeitung hier und heute kommen wir mal. Die Eisbären betäuben, damit sie da. Das stimmt. Aber es gibt ja Blumen, das wissen Sie natürlich als Fachfrau. Okay, braucht man 3 Jahre Ausbildung, dann weiß man genau, auf welche Blumen bekommen wir Messen. Vor Börmerkirchen eine Sorte. Und die macht dieses Eisbärenweibchen so begut, wenn man Hürde würde kämen, für wenn der Körper einschläft. Ganz kurz schläft das Eis und üben wir mal, setze ich das Ding auf. Einschlafen, aufsetzen, Pückerdaffeln. Pückerdaffeln. Ja, da kannst du immer Probe geschaffen. Ich schlage es vor. Wir stellen Sie mit 3 Monaten Probezeit ein und Sie haben gesagt, es wird wöchentlich ein Eisbärenbaby geben. Wir schauen, wie der Schnitt ist und danach würden wir Ihnen gegebenenfalls in Kooperation mit Blumenpeters eine Festanstellung anbieten. Finde ich gut, immer Probe, für Wärmchen, Fleisch und Mayonnaise. Das ist das Wichtigste, was ich auch als Florist mitbringen muss. Super, Sie sind eingestellt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so, abschließend, der Zoo sich für die Zukunft an besonderer Beschäftigung für die Eisbären überlegt hat. Und das können Sie sich jetzt ausdenken. Was wird hier Besonderes geboten zur Animation, dass die Eisbären glücklich sind, dass sie gefordert sind, dass sie gefördert werden, sodass sie ausgeglichen sind und einen irre großen Freizeitwert haben? Was könnte das sein? Unkraut jeden für die Eisbären. Heringsroulette. Finde ich auch schon sehr schön. Ich finde Unkrautjägen für Eisbären schon ein sehr schönes Hobby. Heringsroulette finde ich auch sehr spannend. Das nehme ich. Ich nehme das Heringsroulette. Super. Ich werde jetzt gleich kurz mir was überlegen und Ihnen darüber berichten, wie das Ganze aussehen wird, wie das verstanden geht, wie es funktioniert. Und damit Sie auch alle verstehen, auch die da hinten nicht so hören können, was ich hier erzählen werde, wird Norman gleich alles Gesprochene für Sie in Gesten und Gebärden übersetzen, quasi in so eine ganz eigene Ganzkörpergebärdensprache. Könnte man mal sagen. Okay, zu diesem feierlichen Anlass. Wir sind aus dem Häuschen vor Freude, dass hier heute so eine Tauffeier stattfindet.
Die Eistorte wurde schon auf die Anlage geschmissen. Die Eisbären haben sich draufgestürzt. Und wir können jetzt eine frohe Botschaft verkünden. Es wird in Zukunft eine ganz besondere Animation für die Eisbärenweibchen, Eisbärenmännchen und auch das Eisbärenbaby geben. Wir haben ein Heringsroulette eingeführt. Es wird extra einen Mitarbeiter geben, der an dem Roulette-Tisch stehen wird. Er hat einen Ganzkörper-Eisenanzug an, er ist geschützt, sodass er nicht angefallen und zerfleischt werden kann. Und er persönlich kümmert sich auch um die Rollmöpse, denn das Drehverhalten der Kugel ist natürlich im Wesentlichen von der Schwere und des Fettgehaltes des Rollmopses abhängig. Das heißt, jeder einzelne Rollmops wird von diesem Mitarbeiter geangelt, filetiert. Die Krähen werden entfernt und mit Liebe, Herz und auch mit tiefgreifenden Emotionen wird der Rollmops gerollt. Davon gibt es insgesamt 36 Stück, die auf dem Roulette-Tisch platziert werden. Alle den Weg kennen zum Aquarium und da gibt es noch Fingerfood, also reichlich zu essen. Da ist es auch wärmer, also tun Sie mir den Gefallen, einfach dem Weg folgen und dann sind Sie flugs im Aquarium, können Sie das schöne Aquarium genießen, Getränke genießen, Essen genießen und dass wir noch eine Zeit lang beisammen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Ich verabschiede mich jetzt schon, obwohl Sie natürlich noch unser Gast sind und würde mich freuen, wenn Sie alle dem Weg folgen. Einfach, dann landen Sie automatisch im Aquarium. Vielen Dank, einen schönen Tag. Da waren wir nicht in Ordnung.